Der legendäre Shaddaa ist zurück. Du bist was Besonderes. Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Endlich mal wieder ein paar richtig schlechte Kandidaten. Und ein cooler Pokémon-Typ ist auch ein bisschen verrückt. Wie geht's euch? Freut mich hier zu sein. Ich bin der große Star. All das und noch einiges mehr gab's in der dritten Casting-Folge von DSDS 2023. Und bisher ist das für mich wirklich eine richtig geile Staffel. Und deswegen werde ich es jetzt natürlich wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Wie immer gilt, die ganze Folge gibt es natürlich auch auf RTL Plus. Da kann man das sogar schon mal ein bisschen vorher sehen, bevor es im Fernsehen kommt. Und dann möchte ich heute auch direkt mal mit dem ersten Kandidaten durchstarten, der schon wieder einen merkwürdigen Spitznamen hat. Mein Name ist Kevin Terrence, aber meine Freundin nennt mich Terry. Mr. Lover Lover. Ja, und ich bin übrigens Alex, aber alle meine Freunde nennen mich Hans-Friedrich Amadeus III. Aber wie auch immer, Terry ist dann sehr überzeugt von sich. Na, da bin ich ja gespannt, ob seine Selbsteinschätzung nachher auch stimmt. Ich bin einmalig, so, yeah. Yeah. Ich selber, wenn ich das sehe, werde ich mich nicht ernst nehmen, ich werde lachen. Alles klar, er darf dann jedenfalls relativ schnell vor die Jury und für einen Teil von der ist er dann so gesehen schon ein alter Bekannter, denn offensichtlich hat er mit Pietro schon was ausgehandelt. Wir haben uns gestern schon getroffen, oder? Ja. Wo habt ihr euch denn getroffen? Ich bin gestern nach Feierabend, habe ich ihn gesehen, so, machst du mit? Er so, ja, ja, ja. Habe ich jetzt mal ohne Kameras, kannst du singen? Er so. Ja. Na gut, aber das klingt ja wirklich so, als wäre er ziemlich selbstbewusst. Zumindest war er das gestern noch. Heute dann vielleicht auch einfach schon nicht mehr. Ja, gucken wir mal heute, ne? Jetzt wird er unsicher. Ja, eigentlich merkwürdig, denn er hat tatsächlich einen Beruf, mit dem ich ihn jetzt gar nicht unbedingt assoziiert hätte und der nicht unbedingt für seine Nervosität bekannt ist. Spannend auf jeden Fall. Beruf Soldat. Was? Soldat. Soldat. Ja. Ja. Irre ich mich oder sah das gerade so aus, als würde das Katja ein bisschen zu gut gefallen? Naja, er erzählt denn jedenfalls ein bisschen was über seinen Job und darüber, dass er eine Eigenschaft hat, die, glaube ich, in dem Beruf eher selten ist, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch gar nicht. Er steht nämlich auf Männer. Aber ist das bei der Armee nicht eigentlich manchmal ein bisschen schwierig? Man hat immer schon das Bild, so bei den Militärs ist das so, wobei man sagt, man ist schwul, man wird da so gemobbt, aber das stimmt nicht. Denen ist eher wichtig, ob du deinen Job richtig erfüllst und wie du halt so mit deiner anderen Kameraden rüberkommst. Finde ich super spannend und irgendwie auch positiv, dass sich da offensichtlich tatsächlich ein bisschen was getan hat. Aber gut, eigentlich ist er ja nur zum Singen hier und darauf war ich dann ziemlich gespannt, weil ich so gar keine Ahnung habe, ob er das jetzt kann oder nicht. Seine Stimme war auf jeden Fall aber eine Überraschung. When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case. Ja. Also ich muss sagen, mich persönlich hat das jetzt auf jeden Fall berührt und ich hätte ihm auch gerne noch ein bisschen weiter zugehört. Aber dann ist etwas passiert, was selten was Gutes verheißt, nämlich eine vorzeitige Dieter-Unterbrechung. Ich war eben ein bisschen erschrocken, weißt du, steht da so ein Klotz, weißt du, so ein Mann mit so einem... Mach mal den anderen Titel bitte. Okay. Irgendwie hat Dieter jetzt nicht durchblicken lassen, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber egal, er durfte dann auf jeden Fall nochmal performen. Und das war dann ein bisschen anders, hat mir aber wieder ganz gut gefallen. Schon spannend irgendwie. Aber dass seine Stimme auch noch ein paar andere Aspekte hat, das haben dann die folgenden Passagen gezeigt. Auch wenn ich da dann ehrlich bin, dass mir der höhere Kopfteil besser gefallen hat. If things go right, we can frame it. Oh, I put you on a wall. And it's so hard to see. Aber jetzt sind wir natürlich mal auf das Juryurteil gespannt. Nur erinnert ihr euch noch vorhin an den lüsternen Blick von Katja, als er erzählt hat, dass er Soldat ist? Ich glaube schon an dem Punkt, obwohl er da noch nicht gesungen hatte, hatte er sein Ja von ihr schon sicher. Ich könnte dir ewig zuhören. Danke. Das klingt so angenehm. Danke. Es ist cool, dass du anders bist. Und auch Pietro hatte dann eigentlich nur Positives zu sagen. Aber gut, das ist natürlich streng genommen auch logisch. Denn so gesehen, haben wir ja vorhin gehört, ist der Kandidat für ihn ja schon ein alter Bekannter. Ich finde es so krass, weil da kommt so ein Mann und die Stimme ist eigentlich so gefühlvoll und so ganz zurückhaltend. Du brichst nie aus dir raus.
Ich glaube, einmal so, zweimal kann so ein Staubsauger. Also danach war noch Dieter dran und der hat mal wieder sehr offen gesagt, was er davon so hält. Und ich glaube, mit dem Urteil hat er auch ziemlich recht. Naja, also besonders ist auf alle Fälle, ja. Das ist eben so eine Sache, entweder man findet das scheiße oder man findet das gut. Ja. Aber besonders ist die Stimme auf alle Fälle. Okay, dann muss ich mich auf jeden Fall outen. Ich gehöre auch zu den Leuten, die das gut finden. Dementsprechend hatte er 4 Jahre und hat seinen Recall-Zettel bekommen. Und Pietro hatte da schon so eine Prophezeiung. Es ist der Mann, der auch in die Frauengruppen rein könnte. Ja, dankeschön. Vielen Dank. Schön. Und wisst ihr, ich muss generell sagen, ich mag diese 20. Jubiläumsstaffel von DSDS ja sehr gerne. Aber irgendwie fehlt mir noch was, nämlich mal so eine richtig schlechte Kandidatin. Aber vielleicht haben wir da ja dann gleich mit der nächsten Glück. Die wirkt zumindest schon ein bisschen merkwürdig. Mein Name ist Linnea Jonasson, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Österreich. In Wien habe ich die Schauspielschule besucht und bin jetzt dann fertige Schauspielerin. Also Österreicherinnen sind meiner Erfahrung nach aus irgendwelchen Gründen bei DSDS oftmals ein bisschen durchgeknallt. Und Schauspielerinnen gelten als arrogant und so, dass sie ihre Gesangsstimme oft nicht einschätzen können. Also vielleicht wird das ja was. Erstmal erklärt Linnea aber eigentlich, wer ihre Begleitperson ist. Ich habe heute meine Mutter mitgebracht. Meine Mutter ist Schwedin und ja, und ich bin dann halb Schwedin. Bin so stolz auf dich und du schaffst das wirklich. Ist das eigentlich nur mein Eindruck oder ist diese Linnea irgendwie total arrogant, ohne dass sie so richtig was Arrogantes sagt? Naja, keine Ahnung. Als nächstes erklärt sie dann, warum sie eigentlich in der Sendung ist, weil, gut, sie ist Österreicherin und Halbschwedin. Warum machst du dann ausgerechnet bei Deutschland sucht den Superstar mit? Also ich finde, DSDS ist eine super Plattform, um rauszukommen in die Richtung, in die ich gehen möchte. Also Sängerin, Entertainerin und natürlich Schauspielerin. Ach so, sie möchte also einfach alles werden. Quasi ein Oscar-gewinnender Supermusiker. Ja. Und warum das was wird, das erklärt sie uns dann nochmal. Und jetzt ist sie wirklich ein bisschen arrogant. Ich habe den Recall-Zettel verdient, weil ich ziemlich anders bin, glaube ich, wie die meisten Performances. Dann ist es aber schon soweit und Linnea darf für die Jury. Und da beweist sie, dass sie eine geheime, genaue Superkraft hat. Denn es gibt genau keinen einzigen Menschen auf genau dieser Welt, der so oft genau halbwegs sinnvoll in einen genauen Satz einbauen kann. Deswegen wird sie irgendwann auch im Guinness-Buch der Rekorde stehen. Genau. Was machst du so in der Freizeit? Also ich bin Schauspielerin, genau. Und viel, ein bisschen YouTube, mal ein bisschen Make-up. Was, YouTube? Genau, genau. Und ich bin auch halb Schwedin, genau. Ich sag's mir schon wegen dem Namen. Ja, genau, genau, genau. Also halb Schwedin. Und jetzt bin ich hier, jetzt. Diese leichte Spracheigenart ist dann auch Dieter sofort aufgefallen und dementsprechend hatte er auch gleich eine Vermutung, was ihre Musik angeht. Genau, genau. Was singst du für uns genau, genau oder den anderen Titel genau, genau, genau? Genau, genau, genau. Das, es gibt und jedes zweite Wort ist genau, genau, ist aber angesagt im Moment. Boah, ein Song, der einfach nur genau heißt und der nur aus dem Wort genau besteht. Das wäre doch wirklich mal eine musikalische Revolution. RTL hat uns da schon mal was vorbereitet. Na? Na gut, dann aber mal wieder zurück zu ihrer eigentlichen Audition. Und ich habe ja schon gesagt, mir fehlen bisher irgendwie die schlechten Kandidaten in diesem Jahr so ein bisschen. Also los, Linnea, gib dein Schlechtestes. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. Also so richtig toll ist das jetzt wirklich nicht, aber auch maximal mittelbeschissen. Da hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt noch was Schlimmeres gewünscht. Aber sie hat uns ja eine besondere Performance versprochen. Ja, die gab es dann auch. Super Moves. Also gegen Ende wurde es wirklich ziemlich schräg und jetzt bin ich sehr gespannt, was Dieter sagt. Mal gucken, wie tief er jetzt schon in die Sprüchekiste greift. Da krieg ich einen Infarkt in den Ohr. Du bist ein falscher Ton und weißt, was Tonart ist? Meinst du, dass ich zu hoch bin, oder wie? In der falschen Tonart. Aber ich kann nicht tiefer singen. Also zum einen finde ich es immer großartig, dass man sich angeblich schon seit Jahren mit Musik beschäftigt und dann nicht wirklich weiß, was eine Tonart ist. Und zum anderen, warum sehen ihre Hände so aus, als hätte sie nur die in Bräunungscreme gebadet? Und zum dritten meldet sich jetzt auch noch Leonie zu Wort. Aber du kannst ja nicht in einer anderen Tonart singen, wie der Song ist, nur weil du nicht tiefer singen kannst. Oh, wenn Blicke töten könnten, dann wäre die Jury jetzt auf jeden Fall gevierteilt. Aber Linnea darf dann nochmal performen. Machen wir uns nichts vor. Eigentlich nur, damit wir uns noch ein bisschen über sie lustig machen können. Wanna get you out of here.
Oh, schön, vier Töne und davon waren zweieinhalb richtig scheiße. Aber gut, ich habe mir was Schlechtes gewünscht und das habe ich dann auch endlich bekommen. Nee, ist wirklich nicht so gut. Aber positiv kann man anmerken, du hast es immerhin versucht und eine gute Selbsterkenntnis. Und du bekommst jetzt sogar noch einen Award von Dieter. Na, wenn das mal nichts ist. Und kann es eigentlich sein, dass Pietro da die ganze Zeit Cola trinkt? Finde ich irgendwie sympathisch. Ganz ehrlich, du warst bisher die Schlechteste. Okay. Also sowas Schlechtes habe ich ja schon lange, lange nicht gehört. Pass auf, wirklich ganz ehrlich, du bist völlig... völlig unmusikalisch. Das stimmt. Aber Linnea, die hatte einen ganz anderen Grund, warum die Performance jetzt am Ende doch nicht für den Recall-Zettel gereicht hat. Und ich bin mir ganz sicher, in ihrem eigenen Kopf stimmt die Begründung auch, nur blöderweise in der Realität halt nicht. Das Mikro war sehr, sehr laut. Ich habe nur mich und ich... Es war irgendwie ein bisschen komisch mit der Musik, ja. Tolle Performance. Aber wie gesagt, ich wünsche mir schlechte Sachen und dann gab es eine mega Überraschung. Und ich habe mich mega darüber gefreut, denn vielleicht weißt du das, ich habe auf meinem Kanal ja vor 2 Jahren das erste Mal DSDS kommentiert. Damals noch mit dem Wendler und einer ganz wilden Staffel und meinem ganz persönlichen Liebling. Hier ist er nämlich wieder, der legendäre Shaddaa. Shaddaa ist bei Jubiläum. Doch, es ist wirklich Shaddaa, der zwar ein kleines bisschen anders aussieht, aber sich von der Persönlichkeit her, glaube ich, immer noch nicht geändert hat. Und das ist auch sehr gut so. Aber für die Leute, die ihn vielleicht noch gar nicht kennen, hier stellt er sich nochmal vor. Ich bin Shaddaa, wenn ich singe, ich steig auf. Nein! Gotta fly! Ich werde immer höher und höher. Ja, ach, dieser legendäre Auftritt damals auf dem Schiff, der berührt mich jetzt immer noch in meinem Herzen. Also... macht so unangenehme, schmerzhafte Stiche. Aber ich mag ihn halt wirklich trotzdem. Und Dieter hat ihn damals richtig abgefeiert. Ich will aber trotzdem bedanken bei dir, weil das einer der auffälligsten Auftritte war, die ich in den 18 Jahren erlebt habe hier. Deswegen war Shaddaa damals tatsächlich nicht nur im Recall, sondern er war sogar noch beim Auslandsrecall und er war ja auch noch fast in die Live-Shows gekommen. Hier übrigens nochmal mein ganz persönlicher absoluter Lieblingsauftritt im Ausland. Aber Shaddaa war da nicht alleine da. Nein, er brauchte auch noch eine wirklich starke Sängerin an seiner Seite. Und da kann es nur eine geben und auch die ist eine DSDS-Legende. Claudia ist wieder back. Ich bin eine kleine Überraschung für Herr Dieter Bohlen. Yay, Claudia! Und die war ja tatsächlich schon mehrmals bei DSDS. Ich glaube, zum ersten Mal müsste es in Staffel 9 gewesen sein. Und wenn sie eines kann, dann sind es auf jeden Fall ganz besondere Performances. Ich glaube schon, dass ich Superstar werde, weil ich schon das gewisse Etwas habe. That's how I know you. Ja, ganz besonders. Das war sie auch in der Staffel vor 2 Jahren und auch da durfte sie auf dem Schiff dann ihre Künste zeigen. Und man muss auf jeden Fall sagen, sie ist sehr, sehr hartnäckig. I want it, I got it, I want it, I got it. You want it, aber you don't get it, I think. Dieter, gib mir einmal die Chance. Sie will unbedingt Fame. Und weil sie unbedingt Fame wollte, war sie dann damals auch tatsächlich im Recall. Ich weiß gar nicht mehr, wie weit sie gekommen ist, aber sie war auf jeden Fall auch relativ lange dabei. Aber ist jetzt ja eigentlich auch egal. Hauptsache, sie sind jetzt auch hier in Staffel 20. Dieter hat sich mega gefreut. And I like it. Ach du Scheiße. Hallo. Heißt du Claudia? Genau. Wow, ich bin genial. Der arme Shaddaa war dann so nervös, dass er erstmal gar nicht den Mund aufbekommen hat. Aber kein Problem, denn er hat ja vorher schon ein bisschen was über Dieter gesagt. Und der scheint für ihn sowas wie eine Religion zu sein. Ich freue mich auf Herr Bohlen, Dieter. Ich vermisse ihn. Ich träume von ihm. Mein heiliger Papa. Mhm, und offensichtlich ist Dieter wirklich sowas wie Shaddaas heiliger Papa. Denn der hat wohl auch noch ein paar Mal von ihm geträumt und hätte sich damals tatsächlich gewünscht, dass Shaddaa nicht ausgeschieden wäre,
Und ganz ehrlich, ich hätte das auch gefeiert, weil ich super gerne gewusst hätte, wie lange das Publikum in den Live-Shows den wohl drin gelassen hätte. Stell dir mal vor, der hätte gewonnen. Das wäre auch mega krass gewesen. Von mir aus wäre der sogar in die Top 10 gekommen. Also der ist einen Schritt vor den Live-Shows ausgeschieden. Also für mich war Schader ja so eine Kunstfigur. Aber wie immer war ich meiner Zeit da weit voraus. Ja, er ist ja wie so für mich ein musikalischer Picasso. Und sehr, sehr ausgefallen nimmt. Und die Kunst damals von Picasso hat man auch nicht verstanden. Das stimmt. Aber wie alle ganz großen Künstler musste Schadar jetzt erst einmal zurück in seine Kunstfigur finden. Zum Glück wurde er von der Jury dabei tatkräftig unterstützt. Und wir wissen jetzt schon, es kann nur wundervoll werden. Schadar, 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 Schadar. So, Schadar, jetzt lass die Sau raus. Und dann war es endlich wieder soweit und Schadar wollte seine gottgleiche Stimme erklingen lassen. Und normalerweise würde ich jetzt gerne ein Feuerzeug schwenken, aber ich habe keins mehr, sondern nur dieses Lichtbogending. Aber egal, dann nehme ich halt das. Warum raucht das? We've got tonight. We've got tonight. No need tomorrow. Who needs tomorrow? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Schadar immer noch so ein bisschen peinlich berührt ist. Aber kein Problem, denn wir haben ja noch Claudia und die hat dann richtig ins Mikro geschmettert. Und falls du zu den bedauernswerten Kreaturen da draußen gehören solltest, die Ohren besitzen, vielleicht solltest du die Lautstärke jetzt lieber mal um 99% senken. So langsam kam Schadar dann übrigens auch rein und hat Claudia tatkräftig unterstützt mit irgendwelchen Tanzmoves, die ein bisschen so aussahen, wie wenn eine ältere Person dringend zum Klo muss. Schön, hat er sich was Tolles ausgedacht. Das Lied ist geil, Alter, wirklich. Guck, ich kann nicht mehr hören. Why should we worry? No one will get girl. Ja, und während die Jury dann wild anfing zu weinen, ich bin mir sicher, es war vor Rührung, war dann auch der wichtigste Teil des Liedes erreicht, bei dem beide Sänger-Ikonen im Duett etwas schmettern. Und spätestens an dieser Stelle war es dann auch um mich endgültig geschehen. We got tonight. Who needs tomorrow? We got tonight, babe. Toll. Gerade Dieter war natürlich richtig begeistert und er hat das auch für eine wichtige Lektion gehalten für die drei neuen Juroren. Na gut, Pedro war auch schon ein paar Mal dabei. Für die zwei neuen Juroren, denn das hat ja bisher in dieser Staffel noch gefehlt. Jetzt könnt ihr den Nachwuchsjuroren mal sehen, was wir früher für Granaten hatten. Und apropos Granaten, dann gab es noch so einen kurzen Zusammenschnitt der wundervollsten Kandidaten der letzten Jahre. Und wenn du wie ich so ziemlich jede Staffel DSDS gesehen haben solltest, dann kommt dir sicherlich der ein oder andere da bekannt vor. Ja, früher war es krasser. Toll. Aber nochmal zurück zu Schadar und Claudia. Ich war mir jetzt die ganze Zeit nicht sicher, warum die eigentlich da sind. Also ob das jetzt nur so ein Jubiläumsding ist oder ob die vielleicht wirklich nochmal in der Staffel mitmachen. Und dann gab es tatsächlich nochmal eine Überraschung. Also mich habt ihr auf jeden Fall zum Weinen gebracht. Jetzt kommt eine Einzelchance, ne? Mhm. Schadar, willst du erstmal anfangen? Das heben wir uns aber auf für die folgenden Sendungen. Krass. Stellt euch mal vor, Schadar kommt in den nächsten Folgen nochmal weiter. Ich würde es auf jeden Fall feiern. Wenn du das auch feierst und überhaupt noch Bock auf mehr DSDS hast, würde ich mich jetzt sehr freuen, wenn du kostenlos meinen Kanal abonnierst. Dann verpasst du weder mich noch Schadar noch DSDS. Vielen Dank schon mal und dann können wir uns ja auch gleich den nächsten Kandidaten angucken, bei dem Pietro eine folgenschwere Ankündigung macht. Egal, wer jetzt als nächstes kommt, der kriegt meine goldene. Egal, wer. Pascal kriegt die. Auch wenn das schlecht ist, Thailand. Stimmt. Bisher wurde ja noch gar keine goldene Schallplatte vergeben. Aber okay, dann müssen wir uns jetzt diesen Pascal natürlich erstmal angucken. Denn der weiß ja noch gar nichts von seinem Glück, dass er schon im Auslandsrecall ist. Pokémon, ich weiß genau, was zählt. Ich bin der Pascal. Ich habe diesen Medium selbst gewählt. 27 Jahre alt und ich komme aus Essen. Und Pascal ist offenkundig großer Pokémon-Fan. Das macht ihn für mich schon mal super sympathisch. Und zu Pikachu hat er eine sehr intensive Beziehung. Kurz hatte ich Angst, das ist so ein Furry-Ding, aber es ist dann doch was anderes. Das ist mein Sohn, Bobby. Dein Sohn? Vor 13 Jahren habe ich diesen Pikachu gesehen. Und so habe ich mich dann verliebt, weil ich schon immer ein großer Pokémon-Fan war. Cool! Dass man Pikachu allerdings Bobby nennt, halte ich für ein Verbrechen. Und dann redet er auch noch mit Bobby, beziehungsweise Bobby redet mit uns. Ja, ich glaube, Pascal ist schon ein besonderer Mensch. Wie geht's euch?
Freut mich, hier zu sein. Ich bin der große Star. Ja, der hat mich auch sozusagen dann dazu animiert, Musik zu machen. Ja! Ist auf jeden Fall schön, ihn als meinen Sohn haben zu dürfen. Ich weiß jetzt nicht. Ich finde, mit Stoffchen zu reden, ist immer ein bisschen peinlich. Oder was sagst du dazu, Wauzi, der die ganze Zeit in einem Brautkostüm hinter mir sitzt? Ziemlich albern. Na gut, wie auch immer, Pascal ist, glaube ich, ein besonderer Typ und er hat auch eine besondere Begleitperson dabei, nämlich seine besondere Mama. Ja, wie gesagt. Martina. Ich bin auch froh, dass ich als Unterstützung... Ja, natürlich. Ich bin ja auch wahnsinnig dankbar, ne? Ich meine, wenn nicht du, wer dann, ne? Ja, genau. Toll, dass er seine Mama gerade so liebevoll gestoßen hat wie eine Mülltonne, die man noch irgendwie über die Schwelle bekommen möchte. Aber naja, wie auch immer. Er darf sich dann natürlich auch vor die Jury begeben und die hat auch gleich ein paar Fragen an ihn. Denn eins seiner Accessoires ist ja doch relativ offensichtlich. Wen hast du denn da mitgenommen? Du? Bobby, mein kleiner Sohn. Das mit den Pokémon-Karten, die die Jury repräsentieren, fand ich übrigens mega cool. Ich blende euch die hier nochmal ganz kurz ein, falls ihr euch die nochmal angucken wollt. Und dann erinnern wir uns nochmal ganz kurz, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass Pascal vielleicht gar nicht so gut singen kann. Das wäre für Pietro jetzt ja blöd. Egal, wer jetzt als nächstes kommt, der kriegt meine goldene. Egal, wer. Auch wenn der schlecht ist, Thailand. Hoffentlich kann er singen. Aber bei Pietro gilt, ein Mann, ein Wort. Und dann hat Pascal wirklich die goldene Schallplatte bekommen. Pascal, eine Frage. Ist das dein Glücksbringer? Das ist mein Glücksbringer. Ich gebe dir auch einen von mir. Pietros Goldstück, das garantierte Ticket in den Recall. Okay, jetzt aber noch mal ganz kurz. Also meinen die das jetzt ernst? Ist Pascal, ohne auch nur eine Note gesungen zu haben, jetzt tatsächlich schon in Thailand mit dabei? Da hat doch RTL eigentlich auch noch ein Wort mitzureden, oder? Aber erstmal musst du hier abliefern. Ja, ja, natürlich. Das ist dein Glücksspiel. Dankeschön, Dankeschön. Nettes Hintertürchen auf jeden Fall. Und dann wollte die Jury von Pascal erstmal ein bisschen wissen, wie lange der schon Musik macht und so. Und das Ergebnis war für Pietro wieder nicht so positiv. Und wie lange machst du schon Musik so? 1,5 Jahre. Ja gut, 1,5 Jahre sind jetzt mit 30 vielleicht nicht so viel. Andererseits hat er sich überhaupt schon mal mit Musik beschäftigt. Auch seine Songauswahl ist dann aber ein bisschen überraschend. Ich hatte mitgebracht Nothing Breaks Like a Heart von Miley Cyrus. Okay, ja. Miley Cyrus. Miley Cyrus, okay. Okay, und das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Alles an der Performance von Pascal war besonders. Sogar wie er sein Mikro gehalten hat. Ja, und falls du dich jetzt wundern solltest, warum Pietro sofort aufgestanden ist. Naja gut, irgendwie muss er jetzt ja die goldene CD möglichst schnell wiederbekommen. Eine ganz kleine Mission Impossible. Ich weiß gar nicht, ob Pascal das dann wirklich mitbekommen hat, aber der war natürlich auch noch sehr mit Singen beschäftigt. Wobei man hier vielleicht auch fachmännisch eher von Pressen sprechen könnte. Zwischendurch hatte ich ein bisschen Angst, wenn er so weitermacht, wird seine Hose noch braun. Nothing breaks like a... oh, nothing breaks. So, sehr gut. Nothing, nothing, nothing. I feel it in the deepest bones. Aber vielleicht hat Pascal ja sogar was von Chardin abgeschaut, denn er wurde immer intensiver und intensiver. Und wir erinnern uns, Dieter hat ja damals schon da gefeiert. Vielleicht tut er das bei Pascal ja auch. Okay. Also ich find's gut. Du hast einfach drauf geschissen, was alle denken oder weißt du. Also du hast einfach gesungen, so was dir so kommt. Das fand ich gut. Hey, das klingt ja richtig positiv. Das, was direkt danach gekommen ist, dann allerdings nicht mehr. Schade. Alles andere fand ich natürlich scheiße. Das ist nix. Okay. Viermal nein. Danke, dass du Vielen da Dank, warst. Dass du da warst. Ja, danke dir. Damit ist der besondere Pascal dann tatsächlich gescheitert. Aber immerhin hat er auch noch einen besonderen Abgang. Und ich weiß ja nicht, wie du das siehst, ne? Aber irgendwie hat er wirklich einen komischen Umgang mit seiner Mutter. Mama. Ja. Hat nicht gereicht. Hast du festgestellt, ne? Ja, ich gehe mit einem guten Gefühl nach Hause, mit einem hungrigen Magen,
Erstmal mal essen gleich. Ja, danke schön nochmal. Tschüss. Okay, damit muss man jetzt aber irgendwie festhalten, dass bisher in dieser Folge überwiegend eher schlechte Kandidaten waren. Dann wäre jetzt vielleicht ein guter mal wieder ganz nett. Mal schauen, ob der nächste da meinen Erwartungen gerecht wird. Ich bin Ramon Haschenpurkaga, 27 Jahre alt. Ich nenne mich selber Ramos, ist mein Künstlername. Klingt schon mal nicht schlecht. Und Ramos beschäftigt sich mit Musik auf jeden Fall schon ein bisschen länger. Und er schreibt vor allen Dingen auch Songs selbst. Das finde ich immer cool. Ich habe schon sehr viele eigene Songs geschrieben. Es gibt Songs, da ist pure Fantasie. Es gibt Songs, da verarbeite ich etwas, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Ja, und da gibt es bei Ramos tatsächlich ziemlich viel. Denn seine Kindheit, die war, sagen wir mal, ein wenig schwierig. Und ganz ehrlich, wenn man so gesehen in jungen Jahren schon entführt wird, dann prägt das, glaube ich, ganz schön. Mein Vater hat mich einfach mit nach Iran genommen. Er hat meiner Mutter am Telefon gesagt, du wirst deinen Sohn nie wiedersehen. Ich hatte ihn endlich nach 2 Jahren so weit überredet, dass ich zurückkomme. Komm zurück, sie ist nicht mehr da. Meine Mutter ist nach Spanien ausgewandert. Ja, und dann wurde ich auf einmal ohne Vater, ohne Mutter ins Kinderheim gesteckt. Bin ich dann irgendwann zur Pflegemutter gekommen. Krass. Aber trotzdem, und das finde ich sehr cool, ist Ramos jetzt keiner, der irgendwie aufgegeben hat oder sich gehen lässt oder kriminell wird oder so. Nee, er hat einen anderen Weg eingeschlagen. Das hat mich motiviert und mir mal gesagt, egal was dir passiert ist, so, guck mal, andere Menschen haben auch Schicksalsschläge und die schaffen es auch, ne? Deswegen kann und soll DSDS für ihn auch ein Tor zum Erfolg werden. Ja gut, dann muss das jetzt gleich nur noch mit dem Singen klappen. Also in der 20. Staffel dabei zu sein, ist für mich auf jeden Fall eine große Sache. Ne? Ich würde mir wünschen, dass es mal bei DSDS einen Rapper als Sieger gibt. Ich bin zu 100% überzeugt, dass ich hier das gewinnen kann. Ah, ein Rapper also. An sich cool und wir hatten ja auch schon ein paar, die relativ weit gekommen sind. Allerdings können die natürlich oftmals jetzt nicht so gut singen. Und das ist auch genau das, wovor Dieter ein bisschen Angst hat. Kannst du gar nicht singen? Ich weiß es nicht, okay. Ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, es hört sich nicht scheiße an. Mhm. Aber auch nicht gut. Na gut, ehrliche Antwort immerhin. Und dann hat er erstmal angefangen, einen fremden Song zu performen. Und hier bin ich jetzt ein bisschen auf eure Meinung gespannt, weil ich habe von aktuellem Rap so ungefähr überhaupt keine Ahnung. Ich fand's aber ganz gut. Wenn ich zurückschaue, fühle ich mich wie Rocky Balboa. Fame war da, aber kein Cashflow. Weit entfernt von dem Benzo. Studio verkacktes Apartment. Kein Aston Martin, kein Privatjet. Ja, wie gesagt, ich fand's jetzt nicht unbedingt schlecht. Die Jury war aber noch sehr, sehr uneins und wollte dann ganz gerne von ihm, dass er einen seiner eigenen Songs performt. Das Problem war, er hatte nur keinen Beat. Deswegen musste er das A Cappella singen. Und ich finde immer, Rap ohne Beat klingt immer ein bisschen komisch, oder? Bad Angel, alle wollen sie daten. Sie ist nicht Neymar, aber sie kann faken. Ob es jemand für die gibt, dicker selten. Zwischen deinen und ihrem Drip liegen Welten. Allerdings hat er deswegen dann auch noch eine Gesangspassage gehabt. Und da kommt es jetzt natürlich drauf an, dass seine Stimme passt. Baby, ich kenne dich schon, kenne dein Style. Machst auf Engel größer Teufel, bist du allein? Okay. Also für mich ist er auf jeden Fall irgendwo in der Mitte, in dieser Folge sogar im oberen Drittel, muss man sagen. Aber mal schauen, was die anderen denken. Als erste durfte Leonie ihre Meinung kundtun, die heute übrigens abgeschlagene Tintenfischarme als Ohrringe getragen hat. Nein. Also, dass du nicht so gut singen kannst, da hattest du recht mit. Aber ich finde ich irgendwie gut. Dankeschön. Okay, gar nicht so schlecht. Ein Ja von Leonie, dann allerdings ein Nein von Pietro. Dann war Dieter dran und auf den kommt es ja immer am meisten an. Und der hat zu Rap ja immer eine sehr gemischte Einstellung. Ich glaube auch, dass die anderen so mehr raushauen an Personality. Auch so der Sound deiner Stimme ist schon so... So was Besonderes hast du nicht. Mit anderen Worten, er hat schon 2 Nein. Und vielleicht kommt es jetzt noch auf Katjas Urteil an. Und die hat ja bisher schon sehr oft Ja gesagt. Das konnte Ramos zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht wissen. Und er hat deswegen eine ganz andere Taktik gewählt, als mit Gesang zu überzeugen. Nämlich mit Battlen. Es liegt wirklich auch sehr stark daran, dass ich heftig aufgeregt bin. Komm, fang nicht an zu battlen, das hast du doch gar nicht nötig. Anscheinend ja schon. Auf jeden Fall will ich sagen, diese Sache ist mir wichtig. Von klein auf gucke ich das an und von klein auf fieber ich mit. Das ist mein Traum. Und jeder hatte vielleicht früher oder später auch Glück, dass jemand an einen geglaubt hat. Okay, ich muss sagen, das hat er wiederum aber durchaus ganz gut formuliert. Jetzt ist nur die Frage, ob er Katjas Herz erreicht oder ob da zu viel Plastik im Weg war. Hättest du das jetzt nicht gesagt, hättest du Nein bekommen, kriegst jetzt... Ist kein gutes Jahr, ist ein Mitleidsjahr. Okay. Die Frage ist aber, wer ist der Joker? Mitleidsjahr ist jetzt auch nicht so geil, oder? Na gut, aber um nochmal zusammenzufassen, 2 Ja's von den Frauen, 2 Nein von den Männern. Wessen Platte hat er jetzt gewählt? Okay, mit anderen Worten, Ramos ist eigentlich draußen. Aber das heißt ja nicht, dass man das sofort akzeptieren muss. Dieter, wohl bitte. Was sagst du?
Ja, ich glaube auch eher nein. Ja? Komm schon, Dieter, bitte. Was heißt komm schon, Dieter? Gib mir diese eine Chance, dich davon zu überzeugen. Vom Gegenteil. Damit glaubt ihr alle, ich bin blöd oder was? Jeder kann mich doch nicht überreden. Bin ich ja, aber ganz scheiße war ich ja auch nicht. Genau, Dieter kann man nämlich nicht so einfach überreden. Das hat er schon ganz oft bewiesen, außer heute. Da hat es aus irgendwelchen Gründen dann doch geklappt. Los, nimm den Zettel und geh raus, Mensch. Ja! Jesus Christus. Danke. Damit ist Ramos tatsächlich im Recall. Aber ganz ehrlich, Dieter, warum denn jetzt eigentlich? Weil bisher warst du ja meistens eisenhart. Liegt's dann doch am Alter? Ich kann das einfach nicht mehr. Ich bring das nicht mehr übers Herz. Es ist so eine Altersmilde bei mir. Ramos hat sich aber auf jeden Fall sehr gefreut und ich weiß nicht, ich finde den Typen irgendwie ganz sympathisch und bin auch ein bisschen gespannt, ob im Recall dann vielleicht stimmlich noch ein bisschen mehr kommt. Schauen wir doch einfach mal. Ja, das kann jetzt natürlich rüberkommen, oh, der hat gebettet, deswegen ist er weiter. Aber ich sag euch eins, wenn man einen Traum hat, dann ist einem scheißegal, was Leute von einem denken. Und dann versucht man einfach das Beste draus zu machen und um jeden Preis das zu erreichen. Und außerdem, erfolgreich betteln ist auch eine Kunst. Das stimmt. Und deswegen gab es dann am Ende der Folge nochmal einen Rückblick auf den vielleicht legendärsten Bettler bei DSDS aller Zeiten. Und ich weiß nicht, ob du das damals live gesehen hast, aber ich werde Amadeus, so hieß er, in Staffel 15 nie vergessen. Und deswegen zeige ich euch das jetzt auch nochmal ungeschnitten in voller Länge. Es ist einfach nur genial. Viermal nein. Ich kann das nicht verstehen, weil ich meine, wenn ich besser singen werde, dann kann ich ja mehr Gefühle singen. Pass auf, was gibt es da nicht zu verstehen? Wir vier mögen das nicht, wie du singst. Ja, aber könnt ihr mir nicht alle Chance geben, können wir das nicht besser meinen Gefühl zeigen? Wir sind doch nicht auf dem Bazar hier irgendwo. Ja, aber gib mir doch eine Chance, dass ich es besser singen kann. Nein. Du hast doch schon zwei Titel gesungen. Aber ihr könnt mir doch weiter... Nein. Ja, aber ich denke vielleicht... Nein. Ja, aber gib mir doch eine Chance... Nein. Ja, aber gib mir doch eine Chance, dass ich... Nein. Es tut mir leid. Ja, aber dann gib mir doch eine Chance, dass ich besser singen kann. Gut, dann hoffe ich jetzt aber natürlich, dass du nicht Nein sagst, wenn es darum geht, mir jetzt noch einen Daumen nach oben dazulassen. Und ansonsten möchte ich dich nochmal darauf hinweisen, dass ich ja momentan ganz viele Videos zum Dschungel mache. Da würde es mich sehr freuen, wenn du mal reinschaust. Und ich habe gestern ein tolles neues Video zu Traumfrau gesucht veröffentlicht. Da geht es um Kerle, die im Ausland Frauen suchen und die einfach nur ganz doll schrecklich sind. Aber es ist sehr lustig, verlinke ich dir auch da oben. Und dann hoffe ich, wir sehen uns ganz, ganz bald wieder hier auf meinem Kanal. Aber das müssen wir streng genommen ja sowieso. Denn sonst spricht bald auch ein sehr schmutziges Pokémon-Stofftier mit dir.